So, da haben wir es nun, den Kursumdreher. Die Fed hat es tatsächlich geschafft. Sie hat den Markt ein bisschen eingebremst. Das muss allerdings noch nicht wirklich was Dramatisches bedeuten. Es ist nicht gesagt, dass deshalb der Markt komplett umdreht und jetzt gen Süden taumelt. Aber es ist zumindest mal auffällig, dass wir mehr als früher, mehr als sonst hier auf dem Weg nach unten sind. Es ist jetzt tatsächlich die Frage, wie weit wird der Kurs nach unten gehen? Platz hätten wir durchaus ein gutes Stück. Der DAX ist ja sogar fast 100% hier nochmal gelaufen. Und wir wissen, dass solche Szenarien, ich male sie hier mal so parallel ein bisschen ein, die irgendwie in dieser Form aussehen, gerne so eine 1-zu-1-Geschichte haben. Das haben wir mehr oder weniger gesehen. Also insofern wäre eigentlich beim DAX diese Aufwärtsbewegung fertig für ein Ende. Also wir haben dieses Teilstück gesehen. Und der Markt könnte jetzt nach unten wegbrechen. Allerdings muss man dazu sagen, wir sind so weit nach oben gekommen, so dicht schon wieder an das Allzeithoch, dann ist das nicht ganz so typisch. Es wäre also das, was ich hier mal eingezeichnet hatte vor einigen Tagen, wo ich gesagt habe, ich weiß natürlich noch nicht, wo das passiert. Das kann höher sein, das kann tiefer sein. Das kann, da hatten wir drüber gesprochen, im Umfeld dieser Widerstandsmarken sein. Und die habe ich zwar hier schon rausgelöscht, aber aha, tatsächlich, genauso sieht es aus. So ein Szenario ist ebenfalls möglich. Jetzt sind wir, das sieht man hier schon kaum oder nicht so gut jetzt hier, sind wir schon so halbwegs diese Entfernung runtergelaufen, aber eigentlich zu steil. Es ist typischer, wenn das ein bisschen strukturierter ist, so dieses A, B, C. Also insofern, das muss nicht genau diese Form annehmen, wie ich das jetzt hier habe. Allerdings, ich denke mal, so wie das hier ist, ist es tendenziell ein bisschen zu steil. Aber lassen wir uns überraschen. Wie soll man da jetzt umgehen? Kann man denn jetzt dann wieder kaufen? So, und da kommt jetzt aber der Clou an der Geschichte. Obwohl wir keine Ahnung haben, gibt es Hinweise, die uns das ermöglichen, da gegebenenfalls wieder mit aufzuspringen, wenn dem der Fall sein sollte. Und das könnte beispielsweise, wenn wir hier mal beim DAX im kleineren Bild uns das angucken, da sieht es ja quasi ebenso aus. Ja, und hier, was passiert jetzt? Keine Ahnung. Aber wenn das letzte Zwischenhoch durchstoßen wird, das wäre eine Marke, wo wir sagen können, okay, dann vielleicht doch jetzt schon wieder long. Also solche Indizien, die können wir haben. Ob das hier gerissen wird, das wissen wir nicht. Ich weiß, viele haben jetzt den Druck und sagen, ja, aber ich würde doch früher schon gerne reingehen. Insbesondere, wenn wir doch wissen, dass der Markt so gerne hier die Gaps wieder schließt, da können wir doch drauf warten. Ich sag mal Vorsicht mit solchen Thesen, denn ich schiebe das mal ein bisschen rüber hier, denn wir haben noch Gaps offen bei 9600. Ja, also insofern 640 so in etwa. Wenn das wirklich so ein großer Druck ist, dass Gaps geschlossen werden, ich weiß dann nicht, welches zuerst geschlossen wird. Also ganz ehrlich, damit rechne ich persönlich jetzt nicht, dass das jetzt direkt ansteht. Aber wir können noch nicht sicher sein, dass das jetzt hier direkt wieder nach oben geht. Deshalb mal schnell der Blick nach Amerika, mal gucken, wie das da aussieht, was wir da haben. Und da sehen wir, dass es bis gestern Abend eigentlich noch ganz okay aussah, bis gestern Nacht ganz okay aussah. Da war das, was wir eigentlich ganz gerne mal so andenken, dieses Schub nach oben, wackelig hier nach unten. Und das wäre hier die Triggermöglichkeit. Amerika macht uns aber im Moment vor, dass diese Variante in Amerika beim Dow Jones wohl aktuell nicht das präferierte Bild ist, weil wir sind deutlich nach unten jetzt weggelaufen. Und im Gegenteil, wir haben hier jetzt eher die Variante, die wir ja im Prinzip hier umgekehrt haben, dass wir eher mit sowas rechnen müssen und dass es sich sogar noch mal weiter fortsetzt und damit möglicherweise tatsächlich eine neue Richtung eingeschlagen wird. Denn das, was wir bisher an Rücksätze haben, ich nehme meine Zeichnung noch mal raus. Das ist zumindest mal deutlich größer als das, was wir bisher haben. Aber wir sind solche Situationen ja ganz durchaus gewöhnt, dass es in irgendeiner Form so läuft. Und warum soll der Kurs auch nicht mal sowas in dieser Art machen und dann dementsprechend noch ein bisschen nach unten gehen? Und das hätte der Markt nicht nur beim Dow Jones, der das jetzt ja schon mehr als andeutet, verdient, sondern das wäre eigentlich ein schöner Einstieg, was den Nasdaq angeht. Denn der hat ja noch überhaupt gar keine vernünftige Rücksätze. Kultur hier entwickelt. Wer bräuchte das eigentlich noch? Ob das wirklich bis in diese Zone reinläuft, das muss ja nicht sein, aber zumindest mal in die Nähe der 38er-Marke. Also wenn der jetzt mal irgendwann sowas machen würde, würde jeder ihm das verzeihen und sagen, na, ein Klassiker halt. Also es sieht tatsächlich danach aus,
als ob die Chancen dafür enorm gestiegen sind. Haben wir den Beweis schon dafür? Nein, natürlich nicht. Auch sehen wir, dass die Rücksetzer bisher, die wir jetzt hier haben, machen wir mal das hier weg, dass die Rücksetzer, die wir bisher haben, ja eher noch größer ausgefallen waren. Also da hätten wir sowieso noch ein gutes Stück Platz, um annähernd in diese Region hier reinzukommen. Wir können das mal so ein bisschen hier nachempfinden. Wenn die Zeit das noch erlaubt, kommt, das machen wir jetzt einfach. Also so ein Rücksetzer hier, das wäre dann ein Rücksetzer, der bis 9600 ginge beispielsweise. Die sind alle nicht gleich groß, aber da sehen wir schon mal, okay, also ein bisschen mehr Platz nach unten müssten wir ihm auch in diesem Rahmen, auch im Vergleich zu den letzten Rücksetzern hier, zubilligen, und das wäre noch nicht wirklich Drama. Also, ich persönlich präferiere im Moment die Abwärtsrichtung. Als Ansage ist es zumindest mal jetzt mal der Anker gesetzt, dass wir hier irgendwie sowas hier im Moment drin haben. Sowas kann ich mir mehr als gut vorstellen, als ein Angebot. Das böte uns natürlich wieder viele Möglichkeiten, auch entsprechend reinzukommen. Nämlich spätestens, wenn dann mal irgendwie eine Korrektur ist, wieder der Trigger zu setzen, um diese Richtung nochmal nach unten fortzusetzen. Wir kennen das Spiel, das ist ja immer das Gleiche. Das heißt, auch wenn wir jetzt noch nicht genau wissen, ob das kommt, auch noch nicht wissen, ob das jetzt sogar bis 8.800 runtergeht oder vielleicht nur bis 9.700, irgendwie sowas in der Richtung, beides böte uns die Möglichkeit, dann entsprechend dann nochmal einzusteigen. Und das eigentlich in allen Märkten. So, insofern die Chancen, hier an diesen Situationen sogar zu partizipieren, sind relativ groß. Wer Angst vor diesen Dingern hat, der muss natürlich über Stops nachdenken. Ich hatte da mehrere Beispiele gebracht, die sehr eng setzen. Die sind sogar schon rausgeflogen oder unmittelbar dran an der Geschichte. Das ist halt das Spiel, the name of the game. Im Zweifelsfall Gewinne mitnehmen und sagen, ich gucke mir das Ganze an. Und wenn er dann nach oben wieder raustriggert, dann kann ich dann ja gerne wieder mitmachen. Es ist und bleibt das gleiche Spiel. In diesem Sinne an alle alles Gute, ganz liebe Grüße. Bis zum nächsten Beitrag.